Zu jeder Grundausbildung gehört die Hindernisbahn, die aus 12 Stationen besteht. Auf der Hindernisbahn sollen Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Schnelligkeit der Soldaten geschult werden. Bevor es für Rekruten während ihrer Grundausbildung zum ersten Mal auf die Anlage geht, steht Aufwärmen auf dem Programm, unerlässlich, um möglichen Verletzungen vorzubeugen. Bevor es losgeht, erklären die Ausbilder jedes Hindernis und machen auch gleich vor, wie es am besten überwunden wird, zum Beispiel das Sprunggerüst, oft auch Hühnerleiter genannt. Über die Holzbalken muss eine Plattform erklommen werden, die etwa 2,5 Meter hoch ist. Oben legt man sich auf die Plattform, ergreift das Brett und lässt sich hinab. Eine Hürde, die nicht einfach zu nehmen ist, die 2 Meter hohe Holzwand. Hier kommt es vor allem auf die Technik an, erklären die Ausbilder. Klettern und kriechen, springen und balancieren. Die Hindernisbahn erfordert Geschicklichkeit und Konzentration und manchmal auch etwas Überwindung. Wie hier der 6 Meter lange Balancebalken, der über einen 2 Meter tiefen Graben führt. Die Hindernisse können auch in Gruppen überwunden werden. In der Gruppe sollen die Soldaten vor allem lernen, dass sie mehr leisten können, wenn sie zusammenarbeiten und sich gegenseitig beim Überwinden der Hindernisse unterstützen.